Hallo zusammen, willkommen zurück hier bei Sunmobile Cars in Marktindersdorf. Heute gibt es wieder eine, ich möchte beinahe schon sagen, kultige, legendäre weitere Übergabe. Und diesmal habt ihr ja entschieden, um welches Fahrzeug, um welchen Typ es sich handeln soll. Diesmal der Vanstation von Knaus. Und wir machen das natürlich so wie immer. Also ich führe durch und um das Gefährt herum mit meinem üblichen Fach- und Sachverstand. Und dann gibt es ja noch den Juniorchef hier von Sunmobile Cars, den Dennis Möller. Und der grätscht dann mit gefährlichem Halbwissen und halbwegs intelligenten Fragen ein bisschen dazwischen. Gerd. Ja, Entschuldigung, das ist Seppi hinter der Kamera. Ja, Seppi? Andersrum. Wie, andersrum? Nicht du mit dem schlauen Halbwissen, sondern... Ja? Dennis ist der mit dem Fachwissen. Ach, Dennis ist der mit dem Fachwissen und ich stelle die Fragen, die Intelligenten halbwegs. Genau, ja. So wie immer quasi, ja? Ja, also natürlich so wie immer. Ja, es war halt ein Versuch, Entschuldigung, aber dann machen wir es halt so wie immer. Klar doch. Dennis, jawohl. Komm doch mal. Ich freue mich, wir machen es so wie immer. Und wir beginnen dann auch wahrscheinlich wie immer mit... dem Schlüssel. Mit dem Schlüssel. Also dann fangen wir mal an mit dem Schlüssel. Let's go. Ja. Ja, Gerd, wie gewohnt, der Schlüssel sieht jetzt auch mal tatsächlich nach einem Autoschlüssel aus, gehört ja praktisch zum VW-Konzern, ist eigentlich nichts Besonderes, hier oben kann man draufdrücken, dann springt der hier raus, um hier, sage ich mal, manuell zu ver- oder entriegeln, ja, braucht man eigentlich nicht, solange die Batterie voll ist, dann kann man hier auf- oder oben zusperren. Ja, sonst braucht man den Schlüssel nur, um den Motor zu starten bzw. die Zündung anzumachen. Und sonst haben wir natürlich, wie gewohnt, auch noch unseren Aufbauschlüssel. Da kommen wir ja später noch drauf. Jawohl, da kommen wir später noch drauf. Aber von wegen auf und zu, ich sag mal hier auch auf und zu, auch hier gilt natürlich wieder, der Spiegel kein Schreck kriegen, da muss man wirklich gegendrücken. Ja. Und zwar hier richtig heftig. Absolut. Aber besser ist das, wenn man irgendwo steht und parkt, dass man ihn dann wirklich zuklappt. Ein schöner MAN-Spiegel ist auch wirklich teuer und wie du es gerade erklärt hast, er geht wirklich sehr streng. Also im Vergleich zu einem Fiat, zu einem Ducato, ist das nochmal eine andere Nummer. Vielleicht müsste man noch ganz kurz hinzu, gefährliches Halbwissen, Zwischenfrage, ganz so doof bin ich ja auch nicht. Du sagtest eben wegen VW-Konzern, weil MAN gehört da nämlich dazu. Absolut. Weiß vielleicht nicht jeder. Ja, stimmt. Hätten Sie es gewusst? Gerd, wir machen weiter. Ich mache die Tür mal auf. Pass auf, die ist nämlich riesig hier beim MAN. Und dann geht es nämlich hier gleich weiter mit dem Diesel, also mit dem Tank. Ja, hier oben haben wir die Öffnung für den Dieseltank und unten die Öffnung für AdBlue. Kann man hier einfach nach links aufschrauben und befüllen. Und im Vergleich zum Fiat braucht man hier keinen Schlüssel, um das Ding hier nochmal zu entriegeln. Warum? Weil die Tür schlägt hier gegen diesen Bolzen und wenn die Türe, also die Fahrertür zu ist, kann man den Deckel praktisch nicht öffnen. Ja, und das ist jetzt nicht nur einfach irgendwie Vorführeffekt, sondern da war schon richtig was drin. Nicht? Und zwar hunderte von Litern, denn ihr wart ja mit dem Teil schon unterwegs. Ja, wir waren on Tour auf Achse, wie auch immer man es nennen möchte, über Kroatien bis hin nach Montenegro zusammen auch mit dem Seppi. War auf jeden Fall spannend. Ja, und das kann man sich, Seppi kann man verlinken, oder? Jawohl. Das kann man sich angucken. Und wenn Sie geguckt haben, dann machen wir hier weiter. Nächster Punkt, Außenspiegel zu verstellen. Eigentlich erklärt sich das von selbst. Hier steht wie links. Ja. Oder hier wie rechts. Und dann, ich meine, das ist natürlich super, gibt es nicht in jedem Modell, aber hier selbstverständlich die Heizung kann man anwählen und dann wird der Außenspiegel beheizt. Gerade im Winter natürlich sehr angenehm. Und dann haben wir hier noch natürlich Fenster. Runter, pst, es funktioniert ja sogar. Auf und zu, Fahrerseite und Beifahrerseite. Und dann, vielleicht Seppi, schwenkst du einmal hier um die Ecke rum. Natürlich haben wir hier noch die Verriegelung, Türverriegelung. Und zwar für die Fahrerseite und die Beifahrerseite auf und zu. Und wo wir gerade sagen auf und zu, wenn Sie jetzt hier vielleicht schauen, sehen Sie, dass Sie was sehen. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, oh, wir wollen es gemütlich und kuschelig machen. Jetzt ziehen wir hier mal zu und können wir aber gerade nicht, weil die Verdunkelung hier nicht dabei ist. Frage an den Juniorchef hinter mir. Dennis, wie kann denn das passieren? Ja, also dabei ist er eigentlich schon, aber eigentlich ist ja immer so ein... Eigentlich. Genau, ja, du hast es erkannt. Ja, natürlich. Wir haben ja die Lieferproblematik, abgerissene Lieferketten etc. Und aus dem Grund ist jetzt aktuell hier seitlich an Fahrer- und Beifahrertür noch keine Remis-Fahrerhausverdunkelung da auch drin. Pass auf, so. Die wird natürlich nachgerüstet. Also an Fahrer- und Beifahrertür, die ist standardmäßig mit Zwischenfrage, dabei. Nachgerüstet bedeutet auch nachträglich Kohle. Nein, also das ist natürlich im Preis inklusive. Ja. Sobald die Teile verfügbar sind, wird das Ding dann von uns montiert. Ja, okay. Ja, also die meisten Autos, hoffe ich, kommen dann auch schon fertig. Okay. Ja. Meiner ist jetzt leider
ohne gekommen. Mhm. Ja. Mhm. Hier vorne, hast du ja auch gefragt, hier vorne ja. haben wir eine gewölbte Scheibe. Ja. Ja, im Vergleich zum Fiat, ein Fiat hat immer eine gerade Scheibe. Das haben wir auch schon mal gezeigt. Haben wir auch schon mal gezeigt, ja. Genau. Und das ist eben gerade so ein bisschen das Problem, warum es jetzt für die Frontscheibe noch kein Faltsystem gibt. Aber hier gibt es natürlich auch eine Lösung, die wird einfach reingeklipst, 10 Sekunden, dann ist es drin und funktioniert auch ohne Probleme. Was Sie vielleicht schon gesehen haben jetzt gerade eben oder auch ihr und was ich auch sehe, ist hier natürlich hier diese, ja, diese Anlage, nenne ich es mal. Ja. Ja. Das Lenkrad mit allem drum und dran, es leuchtet. So ein bisschen wie die Brücke bei Enterprise. Und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite und das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Also ich lese Ihnen da mal was vor. Da steht so im Prospekt, nicht? Also Sondermodell, Vansation und so weiter. Also in dem sitzen wir hier. Der Knaus Van TE Vansation auf MAN-Basis setzt neue Maßstäbe für automotives Design und Handling. Er bietet perfektionierte Fahrdynamik, ein city-taugliches Raumwunder ohne Kompromisse. Jetzt können Sie sagen, ja, Werbetexte und alles ganz prima und das kann ich. Stimmt. Also jetzt schwenken wir mal hier rüber und beginnen wir mal mit der Haptik, also ja. mit dem Anfassen. Und das ist für mich auch immer ganz wichtig. Das klingt vielleicht blöd, aber ich finde, das Lenkrad sieht schon toll aus und es fühlt sich super an. Und ja. gerade eben, das habe ich im Augenwinkel gesehen, aber Sie hier ja. nicht. Der Dennis hat aber nicht nur das Lenkrad hier in der Hand gehabt, sondern schon hat angefangen, hier ein bisschen rumzufummeln, weil ja. da kann man ganz viel machen. Absolut. Also ganz kurz noch zum Lenkrad unten ja. natürlich abgeflacht. Es gibt es optional auch als Lederlenkrad und auch beheizbar. Ja. Oh. Tatsächlich aber beheizbar mit den Halbleitern und so immer ein bisschen schwierig. Darum haben wir gesagt, komm, wir nehmen es so. Da China gerade bitte schwierig. Ja, ja, da haben wir erst in 3 Monaten. Da bin ich gut. Ja. Ja. Sonst Multifunktionslenkrad natürlich. Also ich kann hier die Songs vor- und zurückspulen. Ich kann hier die ganze ja, Technik, sage ich mal, bedienen. Sonst auf der linken Seite haben wir den Tempomat. Da kann ich hier oben an- und ausschalten. Und sonst Minus und Plus, da kann ich die Geschwindigkeit sozusagen dann definieren. Ja. Man kann optional auch einen Abstandstempomaten dazu bestellen. Mhm. Kostet halt extra und dauert auch. Ja, wie lang? Ja, weiß aktuell keiner so richtig. Ja. Und sonst, du hast es schon gesagt, man kann hier in dem Bordcomputer mit dem Pfeiltasten hier einmal durchgehen. Jetzt gehe ich mal zum Beispiel auf Navigation, da zeigt er mir jetzt die Straße an, Lorenz-Bahn-Straße hier bei Sunmobilcast. Wollte ich gerade sagen, die aktuelle Adresse, sehr gut. Genau. Also ja. hier wird nichts gefaked, wir sind ja. wirklich da, wo wir sind. Sonst kann man jetzt auch die Assistenten hier ein- und ausschalten und so ja. weiter und so fort. Das ja. muss man sich dann wirklich mal in Ruhe angucken. Ja. Ja. Apropos in Ruhe angucken, man kann sich auch vieles in Ruhe angucken und dabei auch anhören. Absolut. Weil wir schwenken hier rüber nicht zu irgendeinem Zubehörradio oder so, sondern das Teil hier ist ab Werk. Richtig, ja, also das ist das originale MAN Business Navi Paket, nenne ich es jetzt einfach mal. Wow. Also wow, Senior ja. Chief Business Navi. Genau. Aber wie du es schon richtig erkannt hast, ist es ja. eben nichts, was durch unsere Werkstatt zum Beispiel reingebaut wurde, was auch nicht Schlechtes ist. Ja. Nee, schon klar. Aber das ist halt ab Werk. Das kostet wirklich ein paar Euro auch mehr. Mhm. VW, MAN, muss ich nicht viel dazu sagen. Das funktioniert halt wirklich sehr, sehr gut. Hier kann ja. man sich ins Pentagon einwählen, glaube ich. Genau. Hier kann man dann in Australien sich zulassen. Ganz viele Möglichkeiten. Rückfahrkamera hat er auch. Ja, ja. Serienmäßig ja. alles mit dabei. Und das habe ich dir vorhin erklärt, Apple CarPlay bzw. Android CarPlay. Ja. Ja, heißt, du kannst deine ganzen Handy-Apps hier auch drauf anzeigen lassen. Das heißt, die Navigation, deine Musik, whatever. Ja. Und das Coole, es funktioniert sogar kabellos. Hat er mir wirklich erklärt, weil ich ja. bin ganz ehrlich, das kannte ich so noch nicht und das ist wirklich genial. Ja, genial ist auch die Automatik. Achtgang-Automatik, ja, ein Wandlergetriebe, auch von MAN logischerweise. Und wir waren ja damit unterwegs. Ja. Es ist halt einfach ein Traum, ja. Und das, was du vorgelesen hast, das heißt, ist, also wie soll ich das sagen? Es hört sich nach Werbetext an, ja. Aber es ist wirklich so. Ja. Also wenn du hier drin sitzt, allein der Sitz ja, vom Sitzkomfort, wenn ja. du die Hände ans Lenkrad machst, wenn du das Ding startest, wenn du mal rausfährst, butterweich, city-tauglich. Also definitiv, wir waren ja wirklich in den letzten Käffern, ja, und mitten im Outback, das Ding läuft wie die Sau. Apropos Outback, und wenn man ja. sich dann im Outback den Weg mal freischießen muss, dann ist man hier. Genau. Das ist quasi abgekupfert ja. vom Aston Martin von James Bond. Das sind die beiden Druckluftanzeigen für so die Torpedos aus. Links und rechts. Absolut richtig. Wäre auch schön. Aber ist nur hinten, gell? Also, ja, nur, ja. Nur hinten. Nein, das ist etwas, worüber wir sogar schon mal ein einzelnes Gerät erklärt gemacht haben. So sieht's aus, ja. Ne? Da geht es um eine Federung. Ja, das ist serienmäßig mit dabei. Die Zweikanal-Luftfederung auf der Hinterachse von VOB Air Suspension heißt, hier kann ich den Druck einstellen. Langsam von VW was? VB, nicht VW. Ja, VB Air Suspension. Ja, ja. Das ist serienmäßig. Ja, okay. Ja. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel die linke Fahrzeugseite hinten kann ich ablassen. Ja. Stelle ich jetzt mal auf 2 Bar ein. Ja. Ja, dann ist er jetzt wieder ein bisschen weicher. Wenn ich jetzt zum Beispiel hinten viel eingeladen habe und mein Wassertank voll ist, ja, dann pumpe ich das Ding gerne mal schnell hier auf 2,53 Bar auf.
Ja, und da merke ich halt auch gleich beim Fahren ganz anderen Fahrkomfort. Und das haben wir auch in Montenegro, oder ich habe es in Montenegro genutzt, weil wir haben ja viele Drohnenshots und so weiter gemacht. Und da musste ich mal umdrehen. Ja. Und da, ja, wie soll ich das sagen, da war halt so ein kleiner Hügel. Und da musste ich wirklich komplett hochfahren, weil sonst wäre ich halt wirklich aufgesessen. Ja. Und das ist halt cool, das ist serienmäßig mit dabei, kostet normal ein kleines Vermögen. Und ja, hilft mir halt wirklich weiter und lässt mich auch einfach angenehmer fahren. Ja, würde jetzt auch gern mal nach Montenegro fahren mit dem Teil. Aber nein, wir machen ja weiter. Ich glaube, du hattest Termine. Ja, okay. Übergabe, nächster Punkt. Ja. Freu mich. Was machen wir? Was machen wir? Ich würde sagen, wir schauen außen weiter, oder? Ja, klar. Also. Wir haben gesagt, wir machen draußen weiter. Stimmt, aber draußen drinnen quasi. Also wir haben ja hier die Motorhaube aufgemacht und fangen wir links an. Der Minuspol. Und den Pluspol gibt es überraschenderweise rechts, auf genau. Der Dennis-Seite. Ich mache mal hier auf die Abdeckung, wir haben sie gerade selber gesucht, hier steht ein ganz großes Plus drauf. Ja? Und dann kann man hier diesen roten Deckel, diese Schutzkappe auf die Seite klappen und dann hat man hier den Pluspol. Wichtig, Minus und Plus, das ist jetzt nur für die Starterbatterie, also für die Batterie vom MAN. Ja? Hat jetzt nichts mit dem Wohnmobil zu tun, heißt, wenn der Wagen mal nicht anspringen sollte oder die Batterie vom Motor ein bisschen schwächelt, dann hier mit Minus und Plus laden. Dann haben wir hier, weil wir es vorhin angesprochen haben, das Laderohr fürs Torpedo. Genau, das Magazin. Natürlich nicht, das ist Lüftung, das können wir erstmal vernachlässigen. Das ist wichtig hier, nicht? Ja, Scheibenwischwasser, jetzt gerade im Winter ein bisschen Frostschutz rein. Öl zum Auffüllen und wir haben hier, Seppi, wenn man sehen kann, auch den Messstab zum Messen. Genau. Wir schwenken beide rüber zum Juniorchef. Kann man vielleicht noch was dazu sagen, nee. Zum manuellen Messen? Also er hat natürlich auch eine digitale Anzeige, der warnt dich und Öltemperatur und hast du nicht gesehen. Also das wird das dir alles angezeigt. Ja, genau. Ist ja klar. Also das ist ja, überflüssig jetzt gewesen. Entschuldigung. Ja, nö. Also Bremsflüssigkeit, ja, total wichtig. Überflüssig. Nee, das ist wichtig. Ja, ist wichtig, gut. Deswegen ist er auf deiner Seite drin. Danke, ja. Habe ich aber auch nichts dran zu machen, kümmert sich der Service drum. Ja, brav. Sonst hier Motorkühlung, also Kühlflüssigkeit, eigentlich auch uninteressant. Und sonst ein Haufen Schläuche. Ich empfehle gerade beim MAN ganz gern doch mal ein paar Euro auch in den Marderschutz zu investieren, weil jetzt überleg mal hier, da ist ein so ein Schlauch da angebissen, dann wird es gleich wieder ein bisschen problematisch. Also da lieber 300, 400 Euro investieren und dann hat man seine Ruhe. Ja, den Neuwagen, der schmeckt total lecker. So, und wir haben zugemacht und was fällt dann dem behenden Betrachter auf? Die wunderbare Farbe, weil das ist nicht selbstverständlich. Ja, also man sieht es ja hier zum Beispiel, die meisten Wohnmobile. Man sieht es mal hier zum Beispiel. Könntest du unserem Kameramann, den lieben Seppi, die Chance geben, mal zu schwenken? Sehr gerne. Ja, also hier sieht man den wunderschönen Weinsberg Pepper in dem langweiligen Weiß. Ja, und hier sehen wir den wunderschönen, den wunderschönen MAN Vensation 640 MEG. Und ich habe es dir gerade eben erst erzählt, das neue Projektfahrzeug. Ja. Projektfahrzeug 2.0. Ja. This one. Yes, Sir. Und hier mit machen wir, glaube ich, demnächst dann auch weiter in einem separaten Video, weil das sind die Standardscheinwerfer. Und aber? Ja. Projekt, hast du was anderes vor? Absolut richtig. Ich hätte es eigentlich auch am liebsten gleich mitbestellt. Hm. Kunde hat mich darauf aufmerksam gemacht, man kann die umrüsten auf Voll-LED-Scheinwerfer. Weil das ist auch was, was wir jetzt festgestellt haben, wo wir unterwegs waren. Das Licht beim alten Fiat, bei der Serie 7 oder auch jetzt hier bei dem Standardscheinwerfer von MAN, das ist nichts Besonderes. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Da kommt ein Video, wie wir da, sage ich mal, aufrüsten. Und ja, oben willst du ja dann auch Sattanlage und was alles nicht. Sattanlage ist ja serienmäßig, aber genau, zur Solaranlage und Wechselrichter. Fängt ja auch mit S an, Solaranlage meine ich ja. Ja, genau. Mhm. Da kommt auf jeden Fall auch noch einiges, ich würde sagen, da sprechen wir dann später nochmal drüber. Mhm. Sonst, ich habe es dir vorhin gezeigt, haben wir hier die Felgen. Ah, Moment, ich weiß was, 17 Zoll Alufelgen. Genau, also keine Stahlfelgen, Alufelgen, die meisten haben ja 15, 16 Zoll drauf. Hier haben wir serienmäßig 17 Zoll drauf und es passt auch wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast, dieses Automotive, dieses Auto-Feeling, dieses City-Feeling, weil das macht wirklich viel aus, Felgen, Fahrwerk, ja, Motor, Automatik, Getriebe, das hat ja alles am Ende miteinander zu tun. Und ich bin natürlich nicht nur jemand, der diesen Fahrspaß genießt, vielleicht nicht immer so in den technischen Detail drinsteckst, aber den Fahrspaß genießt. Absolut. Und auch die Optik. Und jetzt haben wir hier schon bei der Farbe und das geht ja hinten weiter. Weil hier ist ja auch nicht einfach nur weiß. Ja, hier ist Campo Volo Grau. Ja. Weiß sogar schon der Seppi. Seppi, sag mal Campo Volo Grau. Campo Volo Grau. Geht doch. So sieht's aus, ja. Und du hast es gerade gesagt, nicht so ein langweiliges Weiß. Und es sieht halt immer ein bisschen anders aus. Also je nachdem, wie das Licht drauf scheint, wo man steht, man hat jeden Tag irgendwie ein neues, cooles Auto einfach mit dabei. Und apropos, wo wir gerade stehen, ja, dann gehen wir doch mal in die Knie.
Also, ich habe es dir gerade gesagt, die patentierte Servicebox. Oh, Moment, ja. hier meldet sich der Praktiker, weil, wenn Sie aufmachen, eine Kleinigkeit, weiß natürlich auch Dennis, aber das ist vielleicht ganz wichtig, das mal darauf hinzuweisen, sieht man hier die Stange. Ja. Ja, und die sollte wirklich ganz verschwinden, sonst ist genau. Es dann blöd, wenn man wieder zumacht, dann bleibt es da hängen, da kann man es verkratzen, kaputt machen. Und das andere ist, wenn man aufmacht, nicht einfach fallen lassen, das schlägt dann dagegen, sondern einfach mit der Hand runterklappen. Immer mit Gefühl. Immer mit Gefühl. So viel vom Praktiker Gerz. Ich übergebe an den Techniker Dennis. Danke. Ja. Hier haben wir unseren wunderschönen Frischwassertank. Ja. Knappe 120 Liter. Fast der, den kann man hier befüllen. Also ich schraube hier einfach auf den Deckel. Ja. Dann kann ich hier mit dem Schlauch oder mit der Gießkanne den Wassertank voll machen. Man sieht jetzt hier auch so einen kleinen Strich, sage ich mal, schimmern. Ja, der Wassertank ist jetzt schon leicht befüllt. Ja. Dazu aber gleich mehr. Was wichtig ist, wenn ihr den Deckel dann wieder draufschraubt, dass ihr den nicht irgendwie schief draufschraubt, sondern immer ganz gerade, weil sonst ja, geht dieses Gewinde auch gerne mal kaputt und dann hält er nicht richtig. Wichtig ist auch hier noch ein extra Gurt für jemanden, der keinen Platz mehr im Wohnmobil hat. Ja, genau, die Fahrt los. Die blinden Passagiere, sage ich immer. Ja. Die draußen mitlaufen müssen. Ja, nein. Das war jetzt unsere Vorbereitung. Nein, also der ist natürlich für drinnen, den müssen wir gleich mal wieder hochziehen. Ja, ja, ja. Ja, hier haben wir jetzt die Service-Luke, steht auch drauf, ja, mit so einem schönen Lappen. Heißt, hier kann ich den Wassertank aufmachen zum Reinigen oder zum Tauschen der Pumpe. Ja. Machen wir jetzt nicht, weil man sieht, Wasser ist drin. Einen kleinen Tipp für die, die schon so ein Fahrzeug haben. Ja. Hat mich letzten Kunde angerufen und eine E-Mail geschrieben mit irgendwelchen Fotos, wo innen im Boden irgendwelche Wasserflecken waren. Ja? Da habe ich mir auch gedacht, ach du Scheiße, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Ja. Was heißt jetzt schon wieder? Es ist noch nie was kaputt. Ja? Sonst kann man hier nicht, also dieser Deckel, der muss wirklich richtig zu sein, richtig fest, weil wenn der lockert sich vielleicht auch mal ein bisschen durch die Vibration der Fahrt. Okay. Ja? Und dann ist das Wasser, man sieht es hier bei mir auch, ist das hier, Seppi, zeig es mal kurz. Ja, ist das hier runtergelaufen bei dem Kunden? Ein bisschen, ja, tatsächlich. Ja. Und hier ist zwar so eine Kunststoffwanne, aber bei dem anderen Kunden ist es halt tatsächlich dahinter sozusagen unter dem Kunststoff dann ins Fahrzeug reingelaufen. Also nichts Schlimmes, war einfach nicht richtig zu. Ja. Ist ein Tipp, guckt da einfach drauf. Und wenn ihr den Wagen nicht benutzt, wie jetzt zum Beispiel im Winter, wir machen das heute auch, den Wassertank komplett entleeren und beide Deckel aufmachen, dass auch wirklich die Luft zirkulieren kann. Ja? Soweit verstanden? Ja, klar. Perfekt. Dann die Entleerung vom Frischwassertank ist hier mit dem Hebel. Ja? Also wir haben hier zwei Hebel, einmal einen blauen, also hier so ein blauer Aufkleber und hier so ein grauer, also einmal Frischwasser und einmal Ab- bzw. Grauwasser. Der Hebel ist jetzt hier auf Closed, also links ist Closed, also zu. Ich kann ihn jetzt einmal aufmachen und schon läuft da unten das Wasser, das noch nicht gebrauchte Wasser aus dem Tank. Ja? Wie gesagt, wenn ihr den Wagen nicht benutzt und abstellt, den immer komplett aufmachen, das Wasser komplett rauslassen und dann auch gerne den Tank unten, also den Hebel auflassen. Dass die auch Luft nicht nur im Winter. Immer. Eben. Immer. Also eben. Immer, wenn man den Wagen nicht benutzt, genau, richtig guter Hinweis, immer wenn man den Wagen nicht benutzt und sei es auch nur für 3-4 Tage, auf, Wasser raus, weil so entstehen Keime, Bakterien und es muss nicht sein. Ja. Und das Gleiche natürlich auch mit dem Abwassertank. Also in den Abwassertank sammelt sich das ganze gebrauchte Wasser ja, aus den Spülbecken, aus der Dusche etc. Und da muss man sich ja immer vorstellen, das ist ja dreckiges Wasser, ja, wie Spülwasser, weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Und wenn das dann da unten ewig im Tank drin schwappt, das ist nicht schön. Will keiner. Ja, will keiner und gerade im Sommer, wenn es dann noch schön warm ist, unangenehm. Auch das will keiner, also da wirklich immer drauf achten, den Tank bitte immer aufmachen und dann auch auflassen. Ja? Außer ihr fahrt auf den Campingplatz und übernachtet da ein paar Tage, dann macht er den natürlich zu, weil sonst läuft die Suppe zum Nachbarn. Sonst kann man das vielleicht noch ganz kurz zeigen, bevor wir weitermachen. Hier sind die zwei Abläufe. Ja? Links ist einmal der Frischwasserauslass und hier rechts ist der Grau- bzw. Abwasserauslass. Ja, also man sieht dann auch genau, wo es rausläuft, dass man einfach über den Gulli fahren kann. Genau. Sonst machen wir weiter mit dem Wasserfilter. Ja, das ist eigentlich auch ganz unkompliziert. Man hat hier diese, wie nennt man das, ja, Verschlüsse. So in Flussrichtung ist er offen, heißt jetzt kann das Wasser hier durchlaufen. Wenn man den Filter einbauen möchte, muss man den hier erstmal zumachen. Das gleiche hier unten auch. Ja. Und dann kann ich diese roten Sicherungsstifte hier, ja, die kann ich so rausziehen. Warte mal. Das haben wir ja auch schon mal. Haben wir schon mal gezeigt. Erklärt, ja. Das gleiche hier oben auch. Und dann sieht man diese kleinen blauen Stifte, die brauche ich, um die eben in den Filter reinzustecken. Ja. Ja. Und wichtig, der Filter hat einen Pfeil drauf, ja, der ist hier auch nochmal zu sehen. Sprich, man muss den Filter auch richtig rum einbauen, dass das Wasser auch durchfließen kann. Weil der eine oder andere hat es dann schon mal falsch eingebaut, ruft mich an, ja, warum kommt da kein Wasser mehr raus? Ja. Verstanden? Ja, klar. Ja. Wichtig ist aber, das möchte ich immer gerne dazu sagen, Dennis, das ist eine wirklich wichtige und entscheidende Information für all die, die sich dann diesen Vanstation auch kaufen wollen. Ja, absolut. Natürlich ist unser Video, die Übergabe, auch interessant für die, die ihn mal mieten möchten. Ja.
für die ist das dann natürlich jetzt nicht so. Ja, oder auch für die, die es vermieten möchten. Gibt es so. Ja auch. Ja, ja. Ja. Und da habe ich gleich noch einen wichtigen Tipp für alle. Wenn ihr den Wagen im Winter draußen abstellt und nicht benutzt, die Heizung aus ist, ist es natürlich auch ganz wichtig, dass der Filter ausgebaut wird. Ja, ja, warum? Weil sonst, ja, das Wasser ist in dem Filter drin, der gefriert, der platzt und dann haben wir gleich wieder einen Schaden. Also wichtig hier für Käufer und Vermieter, aber nicht so entscheidend für Mieter. Absolut. So viel Zeit muss mal sein. Ja. Genau. Sonst kriegen sie alle den Schreck und sagen sie, mein Gott, wenn ich mal so ein Wohnmobil miete, wie viel Semester muss ich vorher studieren? Nee, ganz ruhig bleiben. Genau. Ist alles unkompliziert. Ja. Es ist jetzt einfach viel Information, aber dafür machen wir auch das Video, dass man sich in Ruhe nochmal angucken kann. Ja. Man kann auch alles nochmal nachlesen, aber ich finde das mit dem Video eine gute Sache. Ja. Ja. Sonst abschließend zur Servicebox haben wir jetzt hier hinten noch unseren schönen Frostwächter. Ja, ich würde sagen, den verlinken wir jetzt einfach mal. Ja, den verlinken wir. Den haben wir wirklich gemacht. So schön erklärt. Genau. Ja. Aber nachdem er jetzt geschlossen ist und vermutlich auch Wasser im Boiler ist, erkläre ich ihn trotzdem nochmal kurz. Okay. Man sieht hier oben den blauen Hebel, der zeigt jetzt fort, sage ich mal, zum Fahrzeug. Und dieser untere blaue Knopf, der ist jetzt flächenbündig hier in dem schwarzen Kunststoff verankert. Ja? Heißt, der Frostwächter ist so geschlossen. Der öffnet sich automatisch, wenn es kalt wird, also so ab circa 3 Grad. Und dann schaut es so aus, dann macht es automatisch so. Ja, jetzt ist auch dieser blaue Knopf da unten rausgesprungen. Und im Normalfall würde jetzt, wenn der Boiler befüllt ist, das Wasser, sage ich mal, aus dem Fahrzeug, aus dem Boiler unten rauslaufen. Ich dachte jetzt eigentlich, es ist was drin. Man hört es ein bisschen tropfen, aber er war anscheinend schon relativ leer. Sonst, wenn man das wieder benutzen möchte, einfach wieder in Fahrtrichtung drehen, Knopf reindrücken und alle anderen Details könnt ihr euch nochmal in Ruhe in unserem anderen Video, das oben verlinkt ist, anschauen. Weil ich das schon mal erklärt habe. Aber super, Dennis, danke. Ja, und da wir ja gerade in der Vorweihnachtszeit sind, nicht, kann man natürlich auf die Idee kommen, also ich bin ja auch Fan dieser Zeit, zu sagen, Mensch, wenn ich irgendwo stehe, dann dekoriere ich doch so ein bisschen, nicht, mein Wohnmobil. Und ist doch schön. Also im Prinzip ja, aber eigentlich auch wieder nicht, weil die Stelle wäre unglücklich, auch wenn Santa Claus gern mal durch den Kamin kommt, aber nicht durch den, bitte. Denn? Ja, das ist der Außenkamin von unserer wunderschönen Thoma-Heizung. Da auf keinen Fall was davor hängen, weil, wie du es gerade gesagt hast, da kommen auch Abgase raus. Es tut dir nicht gut und deiner Mütze nicht gut. Ja? Aber wo Abgase? Ja. Wir bleiben im Prinzip grob im Wortfeld. Wir gehen eine Etage tiefer. Ja, wir soll kommen ich auch machen? Ach ja, versuch du doch mal. Darf ich? Ja, mach doch mal. Ja. Weil da muss man nämlich einiges beachten. Jetzt bin ich mal nicht gespannt, so ob der Techniker Dennis das weiß, was der Praktiker Meier weiß. So sieht's aus. Ja, viele machen den Fehler, die drücken hier drauf und wundern sich, warum geht's nicht auf. Ja. Ja, man sieht, man hat zwei Knöpfe. Den einen kann man halt auf- und zusperren. Der muss logischerweise schon mal entriegelt sein. Entriegelt ist er, wenn man drücken kann. Wenn er verriegelt ist, kann man nicht drücken. Mhm. Dann beide Knöpfe drücken. Und jetzt dann, kommt's. Ja, mit dem Zeigefinger hier oben und unten so einklammern. Und dann kann man's aufmachen. Ja. Eigentlich ganz einfach. Und wo du gerade dabei bist, was sehen wir denn da? Ja, unsere wunderschöne Kassette. Wenn er sich schon so vordrängelt, dann darfst du das auch gern erklären. Sehr gerne, mein Lieber. Natürlich. Ja? Ganz wichtig, hier oben, nicht oben, hier unten diesen grünen Sicherungshebel, sage ich mal, den muss man hochdrücken und dann gleichzeitig, ich greife hier immer mit meinem Daumen so rein, das Ding rausziehen. Das ist aber auch nicht neu, das hatten wir auch schon mal. Haben wir auch schon mal erklärt, Was wichtig ist, wenn die Kassette nicht rauszuziehen ist, nicht dran reißen, warum? Weil innen im Wohnmobil gibt es ja diesen Schieber auf, zu, dann ist der nicht richtig zu. Dann bitte erst reingehen und kontrollieren, was los ist. Sonst einfach hier rausziehen, dann hier oben umgreifen, also hier nehmen, zack, und dann hat man sie schon in der Hand. Man sieht, die hat Rollen, die kann man spazieren fahren. Man kann dieses Ding runterdrücken und rausziehen, dann hat man eben die Trolley-Funktion. Ich stelle das jetzt mal wieder so hin, runterdrücken, upala, so, und dann ist es gesichert. Zum Entleeren ganz einfach, dieses Rohr hier rausdrehen, diesen grünen Deckel aufschrauben, das sparen wir uns jetzt einmal, dann hier wieder reingreifen und hier hinten in die Griffschale. Ja, dann hat man das schon mal richtig sicher in der Hand. Und jetzt kommt das mit dem Schütteln und so. Das haben wir alle schon. Ah. Aber der Dennis liebt diese Nummer, dann soll er das machen. Ja, schütteln erstmal noch nicht. Ja, wichtig, den Sicherungsknopf hier erstmal drücken. Was macht die Kassette dann, lieber Gerd? Wenn man diesen Knopf drückt, dann freut sie sich. So sieht es aus. Warum? Weil sie Luft anzieht. Ja, na klar. Ja, und das ist praktisch wie ein Vakuum. Ja. Ja, und viele drücken den Knopf nicht und wundern sich, warum kommt nichts raus. Ja, so wäre auch falsch. Ja? Mhm. Warum? Ich halte sie falsch rum und ich drücke den Knopf nicht. Also, Knopf drücken, gedrückt halten, und einmal so umdrehen und in Rohrstellung dann ins Loch entleeren. Ja, dann ein bisschen schütteln, so wie du es erzählt hast. Hier oben 2-3 Liter Wasser rein, Wasser rein, Deckel zu, schütteln, drehen und so lange mit frischem
schütteln den und so lange mit frischem Wasser durchspülen, ja, bis nur noch Wasser rauskommt. Ja. Ja, erst kommt der ganze Mist raus, ja, dann blaues oder grünes Wasser von der Chemie und irgendwann nur noch Wasser. Wenn nur noch frisches Wasser rauskommt, dann wissen wir, das Ding ist sauber. Aber jetzt ohne Scheiße, hätte ich mal gesagt, darauf sollte man wirklich warten. Auf was? Auf, dass das Wasser dann rauskommt. Weil viele machen nämlich oft den Fehler, klar, das erste ist ja schon draußen, wunderbar. Ja, ja. Ach, jetzt kommt das blaue Zeug, ist auch alles gut. Ja. Nee, wirklich warten bis zum Schluss. Ja. Wirklich warten bis zum Schluss. Und dann muss man sich halt auch die Frage stellen, möchte ich die Toilette jetzt nochmal benutzen oder wieder benutzen? Ja. Oder stelle ich den Wagen ab und benutze ihn erstmal nicht? Ja. Wenn ich ihn nicht benutze und ich habe das Ding entleert und durchgespült, dann bitte ohne Wasser und ohne Chemie hereinstellen. Mhm. Wenn man sagt, nee, wir brauchen sie wieder, wollen sie nutzen, dann hier oben wieder einen halben Liter Wasser reinkippen und ein so ein Tap, so ein Chemie-Tap oder flüssige Chemie hier oben rein. Deckel zu und wichtig, schütteln, drehen, herum, dass sich das ganze Zeug vermixt und auch überall anhaftet. Weil der größte Fehler ist, hier Wasser reinzumachen, den Tap reinzumachen, weil dann im schlimmsten Fall schwimmt der Tap im Wasser. Mhm. Ja? Also eigentlich löst er sich in Verbindung mit Wasser auf, aber dafür sollte man halt auch ein bisschen schütteln. Ja. Ja? Und wenn Sie wirklich mal Spaß haben wollen und dafür sorgen möchten, dass auch wirklich Ihr Umfeld den Abstand einhält, dann nutzen Sie von dem Teil ganz frisch gesäubert die Trolley-Funktion und gehen damit durch die Stadt. Das ist auch mal eine tolle Nummer. Nicht nachmachen. Also da saß mir natürlich jetzt wieder der Schelm im Nacken, Entschuldigung. Also die Trolley-Funktion ist keine Reisefunktion. Aber das ist ganz wichtig. Aber wenn wir unterwegs sind, dann beachten wir wirklich das, was der Dennis eben bei dem Toilettenfach erklärt hat und bei dem Tank. Aber da sind wir noch nicht ganz fertig, denn Dennis, wichtig ist auch, was den Einschub und den Einstieg angeht. Genau, also das hier ist jetzt eher der zweite Schritt, sage ich mal. Das, was ich davor erklärt habe, ist eigentlich das Wichtigste. Aber wenn man jetzt so ein Ding, also so ein Wohnmobil hier gekauft hat und es ja öfters benutzt hat, dann sollte man hier auch mal nach dieser Dichtung schauen. Ja? Ja. Also hier muss ich eigentlich gar nichts machen. Dieses Teil öffnet und schließt sich automatisch, wenn ich die Kassette hier reinschiebe oder rausziehe. Also da müsste man eigentlich nichts machen. Wenn ich das jetzt aufschiebe, wie ich es gerade gezeigt habe, kann man aber hier diese Dichtung mal kontrollieren und gegebenenfalls ein bisschen Silikonspray drauf machen. Warum? Weil diese Dichtung, die muss ja oben connecten, ja? Weil sonst läuft im schlimmsten Fall die ganze Suppe hier außen vorbei. Connecten, ja? Also verbinden. Verbinden, genau. Und mit diesem Hebel hier kann ich eben diese Öffnung hier auf und zu machen, um hier gegebenenfalls auch nochmal die Kassette zu reinigen. Das empfehle ich immer mit Zitronensäure zu machen, ähnlich wie beim Frischwassertank, also Frischwassertank oder Toilettentank voll mit Wasser. Davor oder danach 2-3 Esslöffel Zitronensäure rein, schütteln oder eine Runde im Block fahren und dann eben entleeren und nochmal mit frischem Wasser durchspülen. Ich habe eine Frage auf die Gefahr hin, dass ich damit völlig falsch liege. Ja. Aber wir haben ja jetzt schon einige dieser Modelle vorgestellt von diesen Toiletten. Ist dieser Tank jetzt ein bisschen größer als sonst? Richtig, ja. Also es gibt zwei schon, Arten, ne, von Tanks, auch zwei verschiedene Hersteller. In dem Fall ist eine Banktoilette verbaut. Das sehen wir, wenn wir dann drin sind, gleich nochmal. Und da haben wir auch immer eine etwas längere mit mehr Fassungsvermögen. Ne? Ja, genau. Und was hier auch cool ist bei diesen Banktoiletten, das haben die anderen auch nicht. Die haben hier unten nochmal ein Geheimfach, ja, für die Toilettentabs oder dein Goldbarren, was auch immer du mitnehmen möchtest, kann man hier verstecken. Natürlich. Genau. Und sonst kannst du dieses Ding hier dann einfach wieder reinschieben. Ich schaue immer, dass ich das dann hier so ein bisschen von dem Dreck befreie. Das ist einfach eine Belüftung, dass die Kassette Luft anzieht und sich das Zeug nochmal ein bisschen zersetzen kann. Dann einfach reinschieben. Und ganz wichtig, ja, jetzt kommt es nämlich, genau. Es muss wirklich bis nach ganz hinten reingeschiebt werden. Geschoben werden, Entschuldigung. Ja. Man sieht dann hier auch, wie es einrastet, aber wirklich ganz hinterschieben. Bei der anderen Kassette, bei der kleinen, die du jetzt gerade im Kopf hattest, ja, da hört man es auch zweimal klacken. Hier hört man es nur einmal klacken, bei der anderen muss man es zweimal hören. Ja, ich erinnere mich, ja. Weil wenn du das nicht zweimal klacken hörst, dann sind es nur ein paar Millimeter, wo die nicht richtig drin ist. Und wenn du dann aufs Klo gehst, dann läuft die ganze Suppe daneben. Ja. Und das hier nicht abschneiden? Nee, das nicht abschneiden. Das ist die Strangsperre für die Frisch- und Abwassertankheizung. So im ungezogenen Zustand heizt die. Ja? Und wenn man sagt, im Sommer möchte ich nicht, dass meine Tanks mitbeheizt werden, dann einfach die Schnur ziehen, ja? Und hier unten einklemmen, dass sie nicht zurück kann. Und dann werden die Tanks nicht mitbeheizt. Jetzt ist ja Winter, jetzt sagen wir, okay, Heizung an, lass mal die Schnur locker und alles ist gut. Klappe zu? Genau, kann man vielleicht hier auch so ein bisschen reinmachen, dann geht da nichts kaputt. Oder auch nicht. Und gut ist. Ja. Weiter geht's. Jawohl. Nächstes Thema, Stromanschluss. Da, dieses Zeichen könnte uns hier schon mal verwegen, auf die richtige Spur bringen. Hier haben wir einen Blitz. Das bedeutet, hier stöpsel ich dann den Stecker ein und das Kabel. Und vielleicht ganz kurz zum Hinweis, das Ding bliebe alleine offen und keinen Schreck bekommen. Hier ist so eine kleine Sperre drin. Da denkt man sich, oh, geht das Plastik kaputt, wenn ich da runterdrücke? Nee, nee. Das macht dann kurz klack und dann ist es wieder zu. Aber um wirklich den Stecker richtig reinzustecken und damit Sie aufladen können und damit das alles in einem Rutsch geht, mache ich das immer so. Ich halte mit der linken Hand die Klappe auf, nehme den Stecker, nehme den Verschluss und dann wird das gerne gemacht. Nee, ich lege den Verschluss dann da oben drauf und schiebe dann den Stecker rein und fertig. Das heißt, eigentlich noch nicht ganz fertig. Viele
meinen, ja gut, dann wird doch jetzt geladen oder ich habe doch alles richtig gemacht. Zur Sicherheit gehen Sie mal ganz kurz ums Wohnmobil rum, gehen durch die Haupteingangstür und schauen oben drüber aufs Panel, ob auch wirklich angezeigt wird, dass auch wirklich geladen wird. Ist ja blöd, sonst warten Sie 8 Stunden und dann war irgendwie was nicht richtig. Dann zum Ausstöpseln ganz einfach hier wieder ein bisschen anheben und einfach rausziehen und aus die Maus. Ja, warum einfach, wenn es auch einfach geht? Ich habe mich ja schon mal ein bisschen geoutet. Ich bin da doch eher der Praktiker und etwas weniger der Techniker. Aber wir haben ja zum Glück jemanden, den Juniorchef. Und der sitzt schon bereit, weil der freut sich jetzt wie ein Schneekönig, weil er was erklären darf, was bei mir Stunden dauern würde. Da ist er. Ja, Gerd. Du sitzt vor Hauptsicherungen und Schaltern und Batterien und ich sehe die Strahlen von einem Ohrläppchen zum anderen. Das kann keiner so schnell und so gut erklären wie du. Ich ziehe mich behende zurück und lausche deinen güldenen Worten. Sehr gerne. Also als erstes ist das hier nur eine Blende. Die kann man einmal zu sich ziehen und dann nach oben weg. Ganz einfach, dann sieht man nochmal mehr. Ja? Dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal hier in der Mitte an. Oben, wie du schon gesagt hast, hier die Hauptsicherung, ja, der FI-Schalter. Du hast es auch gerade gesagt, man soll immer kontrollieren, ob das auch lädt. Das Fahrzeug. Ja. Meistens ist dann diese oder diese Sicherung draußen, dann einfach wieder hochmachen und dann lädt das schöne Teil auch. Ja. Das kennt man ja auch von zu Hause. So kennt man von zu Hause, ist eigentlich genau das Gleiche. Ja. Diese Sicherung hier, die ist für die Dachklimaanlage. Der Vensation hat serienmäßig keine Klimaanlage mit dabei, aber in unserer SMC Edition ist die natürlich Standard. Auch wenn die mal nicht geht, dann einfach wie gesagt die Sicherung wieder hoch. Wiederhol das mal eben, das hast du eben so lapidar im Vorbeigehen gesagt. Was ist bei der Sun Mobil Cars Special Edition beim Vensation Standard? Ja, die Dachklimaanlage unter anderem, aber das viel coolere ist zum Beispiel der Motor. Also wir haben 180 PS mit dabei, siehst die 8-Gang-Wandlerautomatik, die Trittstufe, das Truma Dual Control, die Spannbetttücher, das Fenster hinten links, die Rahmenfenster, ja und noch ein paar Sachen. Also gut zuhören weiterhin. Das Ding lohnt sich. Absolut, der lohnt sich wirklich. Und er ist verfügbar. Auch nein. Januar, Februar 2022 kann man mit dem Ding hier abfahren. Ja. Und abfahren, also das Ding fährt sich halt daher auch wirklich. Daher die Schlange hier gut. Vom Tor. Du hast es gesehen, ja. Wir kommen gleich. Also, nochmal zusammengefasst, Hauptsicherung, ja, die Sicherung fürs Ladegerät, die Sicherung für die Klimaanlage, die müssen natürlich alle oben sein, sonst geht nichts. Das ist unser Ladegerät, ja, das leuchtet normal hier grün, wenn wir am Strom angesteckt sind, du hast einen Stecker gezogen, darum kann nichts leuchten. Klar. Ja, das hier ist auch gleichzeitig nochmal ein Schalter, ja, so wäre off und wenn ich ihn reindrücke, wäre er auf on, also an, ja, dann kann das Ladegerät logischerweise auch erst laden. Ja, was lädt das Ladegerät? Das Ladegerät lädt die Batterie. Ja? Das ist die AGM-Batterie. Hier ist auch gleich Platz für eine zweite. Du hattest es ja vorhin schon angeschnitten, Projektfahrzeug 2.0. Ja, Ladegerät, AGM-Batterie, fliegt eigentlich alles raus. Wir rüsten um, wir rüsten auf. Heißt, hier kommen 2 Lithium-Akkus rein, hier kommt ein Wechselrichter rein und vieles mehr. Daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, würde ich sagen, gleich mal LKA, oder? Ja, aber unbedingt. Und dran denken, dass beim ersten Projektfahrzeug das ja auch schon gemacht wurde. Das haben wir auch gezeigt. Genau, das wurde gemacht. Es war ein Kastenwagen, sah daher alles ein bisschen anders aus. Hm. Hier haben wir auch nicht so, also wir haben andere Platzverhältnisse, hat alles Vor- und Nachteile. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Daher, wenn ihr es noch nicht getan habt, direkt mal einen Daumen nach oben und ein Abo dalassen. Ach so, deswegen LKA. Deswegen ja, natürlich. LKA, also jetzt habe ich auf dem Schlauch gestanden. So viel Zeit muss sein. LKA. Liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns. Yes. Ich mache direkt weiter mit den Sicherungskasten. Der bleibt drin, auch beim Projektfahrzeug. Hier sind die Dominosteine, wie du immer gerne sagst. Ja? Also die Sicherung für Kühlschrank, Heizung, Wasserpumpe, so Lichtanlage. Merke ich's mir halt, ja, ist ja auch richtig so. Ja. Trittstufe. Ja, da ist auch hier beschriftet, für, was ist welche Sicherung. Und hier sind natürlich auch immer Ersatzsicherungen mit dabei. Aber da muss ich sagen, toi, 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 hatte ich noch nie ein Problem. Funktioniert wirklich sehr gut. Sonst haben wir hier noch den Ladebooster, der ist auch serienmäßig verbaut von Schaut. Heißt, dieses kleine Kastal, das lädt, wenn der Motor an ist, mit der Lichtmaschine vom Auto die Batterie. Ja, der fliegt aber auch raus, ja, da kommt was Dickeres rein, weil der kann nur 20 Ampere. Wir bauen einen, der kann 60 Ampere, also das Dreifache. Heißt, da fahre ich halt knapp über eine Stunde und meine Batterie ist voll. Ja, und das ist gerade für uns natürlich wichtig, weil wir sind sehr viel autark unterwegs. Das Happy muss seinen Laptop laden und so weiter. Aber dazu, wie gesagt, in einem anderen Video mehr. Abschließend haben wir hier noch 2 richtig große Sicherungen. Ja, 50 Ampere, die sind für die Aufbaubatterie eben. Das sind praktisch die Hauptsicherung. Und hier haben wir nochmal den NATO-Knochen, also den Hauptschalter. Ja, wie beim Panzer, wenn ich den ausmache, dann geht gar nichts mehr. Ja, dann ist alles tot. Ja. NATO-Knochen. NATO-Knochen. Das kenne ich auch nicht. Das ist cool. Jetzt hat man auch gesehen, es ist Licht ausgegangen. Jetzt muss ich erst wieder vorne rein, das Bedienpanel anmachen, dass hier was weitergeht. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, schauen wir uns drüber an. Ja, jetzt haben wir ein gutes Drittel, denke ich, von unserer Übergabe. Licht hast du ausgemacht. Dann Dennis, dir erstmal vielen Dank. Danke auch. Und Seppi und ich, wir gehen jetzt erstmal einen Kaffee trinken.
Ja, und jetzt hier bei der Kaffeepause schlendern wir hier vorbei beim VanTi und schönes Heck, ne? Mit diesen, das hat einen speziellen Namen, das ist ein Folder Expand Heckwand. Das war der Seppi. Fold Expand Heckwand. Ach, Herr Kameramann, und das bedeutet? Dass die Heckleuchten integriert sind. Das bedeutet, ja? Der Wagen ist gleich lang, aber ja? Hat innen mehr Raum. So mein Verständnis, und ich glaube, den Rest den erklärt wieder Dennis. Schnitt. Jetzt hat der Seppi gesagt, den Rest erklärt der Dennis. Gucken wir doch mal. Ja, da ist er. Ja, Gerd. Er überrascht mich. Ich bin schon fast fertig. Wo hast du den Kaffee her? Du. Dein Geheimnis. So sieht's aus. Sitzt im Dunkeln, der Juniorchef. Ja, Bedienpaneel ist noch aus. Ja, Bedienpaneel ist noch aus. Aber pass auf, wir sind gerade am Heck vorbei. Ja. Und dann habe ich das Heck bewundert, aber richtig erklärt hat es der Seppi und gesagt, das ist, wie heißt das nochmal? Fold Expand Heckwand. Absolut richtig. Sag ich doch, ja. Fahrzeug wird gesamt nicht länger, aber innen größer. Ja, so weit sind wir auch schon. Ja, das hat der Seppi auch gewusst. Ja. Aber das kann man irgendwie zeigen. Ja, hier sieht man das. Ja. Ja, das ist das Stück, das bei den meisten anderen Wohnmobilen, ja, oder auch früher, hinten sozusagen nochmal aufgetragen hat. Und dieses Stück ist jetzt praktisch, ja, wie soll man das sagen, innen halt einfach nach außen gedrückt worden. Mhm. Die Heckleuchten schließen jetzt außenbündig ab und wir haben halt im Fahrzeug 9 cm mehr Raum. Apropos, ist da noch was wichtig, weil du hier gerade sitzt? Ja, warte mal auf, ich muss mal hier raus, damit ich mich wieder bewegen kann, kriegst du Krämpfe hier. Ja. Ja, Mai, was ist wichtig? Wir haben eine durchgehende Zurschiene auf beiden Seiten. Ja, also man kann ordentlich was festmachen. Wir gerade da sind, übrigens hier auch die Kurbel. Ja. Ne? Für die Markise, nicht vergessen, ist auch da untergebracht. Absolut richtig. Ja. Ja. Hier oben haben wir eine schöne Ablage. Da ist auch eine Steckdose drin, für die Kaffeemaschine zum Beispiel. Ist ein bisschen dunkel, Seppi, kannst du überhaupt was sehen? Ja. Also hier oben ist, wie gesagt, eine Steckdose drin. Da habe ich jetzt die Keile hingelegt, aber hinter den Keilen ist eine Steckdose. Da kann man dann seine E-Bike-Akkus laden. Sonst hat man hier viel Platz für Kabeltrommel. Mhm. Ja, nicht erschrecken, da passen sogar zwei rein. Ja, also da ist wirklich viel Platz. Toll. Sonst haben wir jetzt hier Toilettenpapier. Ja, wir vorraten uns schon mal. Mhm. Wer weiß, was kommt. Auch nicht ganz unwichtig. Und AdBlue. Ach, wer weiß, was kommt. Genau. Ein kleiner Hinweis. Ja, ich verstehe. Genau. Der winkt mit dem Tannenwald. Ja. Ja, abschließend kann ich noch was zeigen, was wir jetzt hier optimiert haben. Das ist nämlich nicht standardmäßig, und zwar der Boden. Wir haben hier nochmal so eine Anti-Rutschmatte in Riffelform oder Riffelblech-Optik, sage ich mal, draufgelegt. Das ist echt cool, weil da wackelt nichts. Und Seppi, diese Zurschiene hier, diese obere in schwarz, die haben wir auch, beziehungsweise der Christian, Grüße gehen raus, der hat die nachgerüstet, weil so kannst du halt deine ganzen Stühle, deinen Tisch, alles ordentlich festmachen, wackelt nichts. Und man hat eben noch den großen Raum der Garage, ja, um was abzustellen. Aber jetzt können wir zumachen, oder? Ich würde sagen, wir machen zu. Was man vielleicht noch zeigen kann, doppelt verriegelt. Ja, wenn du es noch nicht gesagt hast. Nee, das habe ich noch nicht gesagt. Hast du noch nicht gesagt, genau. Und die Einhandbedienung. Ja? Also man hat nicht zwei Schlösser sozusagen und zwei Griffe, sondern man hat einen Griff, schließt bündig ab und sieht gut aus. Gehen wir doch gleich einen weiter. Genau. Ich stelle mal meinen Kaffee hier ab. Ja, natürlich sind die da. Ja. Diesmal haben wir vorbereitet. Das hatten wir auch schon mal anders, ne? Ja. Ihr wart ja auch schon unterwegs damit. Wir waren auch schon unterwegs. Das zeigt dieses Teil hier, weil das ist kein deutscher Anschluss. Das ist der Anschluss aus Montenegro, weil ja tatsächlich ist mir eine Flasche sozusagen, ja, was heißt eine Flasche? Beide Flaschen waren am Ende leer. Ich glaube, dass eine von Anfang an leer war, aber ja, keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf jeden Fall passen hier zwei Flaschen rein. Mhm. Und das Coole ist, bei unserer SMC Edition ist das Truma Dual Control. Das ist dieses Teil hier oben serienmäßig mit dabei. Heißt, wir haben hier zwei Schläuche, einen rechts und einen links. Warte mal, du bist wieder auf der Überholspur und links nicht. Da oben Truma Duo Control. Seppi, siehst du das? Ja. Da haben wir nun wirklich mal eine eigene Gerd-Erklärt-Nummer gemacht. Und da könnte man sich jetzt vielleicht einen kleinen Link mal erlauben, oder? Ja, ich würde sagen, wir verlinken das einmal. Ja. Aber man kann es vielleicht in einem Satz erklären. Die Truma Duo Control erlaubt uns, das Gas während der Fahrt aufzulassen, um eben den Kühlschrank oder die Heizung zu betreiben. Und gleichzeitig schaltet diese Anlage automatisch um. Wenn diese Flasche leer ist, macht es praktisch mit dieser Flasche weiter. Jetzt machen wir praktisch einfach zu. Aber wie es funktioniert, machst du ihn dann gerne erklärt. Der Mann ist nicht zu bremsen. Ja, und da ich gerade noch beim Kaffee trinken bin, darf der Dennis ein bisschen arbeiten. Seppi, schwenk doch mal rüber. Ja. Er ist fleißig am Kurbeln. Mach mal kurz Stopp, weil man darf ja schon drauf aufpassen müssen beim Einstecken. Ja, ist gar nicht so einfach. Oder auch beim Ausstecken. Ja, ich kriege ja die Kurbel so einfach gar nicht raus. Nee. Man muss die jetzt hochdrücken, ganz langsam nach rechts drehen und dann geht es ja auch vorsichtig raus. Das gleiche beim Reinmachen. Rein, ja, jetzt fällt sie gleich wieder runter, damit sie drin bleibt, hochdrücken und nach links drehen. Ja, es gibt noch ein paar weitere Sachen zu beachten. Ja, leider ja. Das sollte man gar nicht meinen. Man denkt sich auch, man kurbelt das Ding auf und gut ist die Kirsche. Ja, eben nicht. Da gibt es wirklich ein paar Tricks und Tipps, die man beachten sollte.
wann man das macht, wie man es macht, wie man es am besten macht, wie man sie ausfährt, wie man sie wieder einfährt. Dass man sie auch bitte immer einfährt, wenn man das Wohnmobil verlässt. Es kann immer mal schlechtes Wetter aufkommen und wenn man wiederkommt, dann ist das Ding einfach nicht mehr da, wo es hingehört, nämlich weg. Da kann viel kaputt gehen, viel reißen. Da können Sie im Schweiß stehen oder es einfach charmant machen. Kurzum, wir machen einen Link. Es gibt tatsächlich ein Gerd erklärt, wie man das mit der Markise am besten macht. Und das sollten Sie sich dann vielleicht mal kurz anschauen. So, es wird Zeit. Wir gehen rein. Dennis, ich bräuchte mal kurz deine Hilfe. Jawohl. Halt doch mal. Gerne. So, jetzt geht's. Also, wir machen hier einfach mal auf. Und dann, ja, das ist natürlich, aber das ist jetzt gar nicht so schlecht. Kein Fake, was wir hier machen. Mit dem Teil war der Dennis und der Seppi, die waren damit wirklich unterwegs. Und da kann das mal passieren, wenn man dann abends mal die ein oder andere Cola zu viel getrunken hat. Man dann hier reinsteigen, man hat so viel Spaß, wenn man unterwegs ist, dann bleibt man hängen und dann ist da was kaputt. Tatsächlich ist das komplett nüchtern passiert. Ja. Natürlich, die Version kennen wir alle. Aber er ist einfach hängen geblieben, kann ja mal passieren. Und da gehört eigentlich der Regenschirm rein, gell, Dennis? Ja, genau, der Knaus-Regenschirm. Natürlich nur der Knaus-Regenschirm, so viel Zeit muss sein. Wenn Ihnen das auch mal passiert, was, Dennis, macht man dann? Ja, eine E-Mail schreiben an info@sun-camper-garage.de. Können wir das nochmal langsam machen, bitte? Ja, wir blenden die am besten ein, oder? Ja, das macht mehr Sinn. Genau. Und dann kann man dieses Teil bestellen. Man kann es natürlich auch selber versuchen auszutauschen. Tatsächlich muss aber die komplette Blende dafür ab. Daher gerne auch einen Termin ausmachen. Und wie gesagt, die Blende kostet 25-30 €. Also das ist jetzt kein Hexenwerk. Ist auch schon bestellt. Kann ja mal passieren. Und dann wollen wir wirklich mal reingehen und stellen fest, ich natürlich mal wieder bei den anderen Modellen habe ich hier irgendwo hier den Drücker gesucht, nicht für die Treppe, aber hier, der ist hier um die Ecke. Guck mal hier, Seppi, kannst du da muss man da drauf drücken. Da. Und dann ist sie da. Und nebenan wird der Knopf, muss ich jetzt nicht extra zeigen, damit es wieder reingeht. Und das Tolle ist bei dem Modell, die Treppe fährt auch automatisch ein, wenn Sie die Zündung anmachen. Der Vansation denkt mit und wir gehen rein. Ja, und wenn wir schon drin sind, dann wollen wir natürlich auch drin alles richtig machen. Noch mal eine bitte. Ja. Und wenn wir schon reingehen, dann wollen wir natürlich drinnen auch alles richtig schön erkennen können. Also machen wir ein bisschen Licht an. Seppi, einmal kurz schwenken bitte. Hier sind die 4 Lichtschalter. Einfach mal 1, 2, 3. Und wenn man jetzt länger drauf bliebe auf einem dieser Schalter, dann hat man auch noch die Dimmfunktion, dann wird es ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Apropos heller und dunkler oder angenehmer, wir haben natürlich auch hier die Fliegengittertür, gehört natürlich auch serienmäßig dazu, aber apropos zu, nee Dennis, das machen wir nicht, wir machen dann bitte nicht zu. Das erklären wir immer wieder gern, weil da kann viel falsch gemacht werden und das kostete dann etwas mehr als die kaputte Abdeckung von der Regenschirmhalterung. Von 500 €, also die Tür immer komplett rein, auch nicht so ein Stück rausstehen lassen und auch drauf gucken, dass hier unten die Schiene sauber gehalten wird, dass da keine Steinchen drin sind, weil sonst verhakt ist oder springt aus der Führung, brauchen wir alle nicht. Mhm. Und wie gesagt, wenn die Tür eingefahren ist, die Fliegenschutztür, ich mach die mal zu, kann man hier einfach zumachen. Zack. Soll ich mal verriegeln? Ja, gerne. Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr rein. Kommt er nicht mehr rein? Ist die Frage, ob wir ihn wieder reinlassen wollen. Seppi, wollen wir ihn reinlassen? Jawohl. Jawohl. Ja, schön ist es. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Bedienpanel, oder? Oh, das machst du. Das mache ich, alles klar. Jetzt grätsch ich doch noch mal dazwischen, bevor wir jetzt da weitermachen, weil CP Plus Bedienpanel, die Heizungssteuerung, ist richtig umfangreich. Aber wenn man es mal weiß, auch wiederum eigentlich ganz einfach in ihrer Handhabung. Vielleicht kannst du mal kurz schwenken, lieber Seppi. Und danke, Dennis, einfach mal drauf gedrückt. Da gibt es wirklich ein Gerd erklärt zu, ein Video, das wir extra dafür gedreht haben, mit jedem einzelnen Detail. Und da würde ich doch sagen, da verlinken wir mal dahin und dann einfach mal genau oben. Können wir es noch mal sehen, bitte? Von dir? Oben wo? Hier. Ja, prima, danke. So viel Zeit muss sein. Und da einfach mal angucken. Also CP Plus Bedienpanel, da haben wir einen eigenen Gerd erklärt und das macht dann noch Sinn. Aber wir schwenken weiter nach rechts rüber, Seppi, und dann übernimmt jetzt wirklich der Dennis. Genau. Hier haben wir unser Bedienpanel, Knaus Bedienpanel. Also hier steuert man praktisch die ganze Technik. Ich mache jetzt einmal kurz aus. Ja. Also unten rechts ist der Hauptschalter, hier on, off. Dann sieht man gleich, alles geht aus, also auch die Lichter. Jetzt drücke ich hier einmal drauf, dann kann ich hier unten mit meinen Lichtschaltern wieder alles einschalten, so wie es der Gerd erklärt hat. Ja? Sonst gibt es hier einen Checkbutton auf der linken Seite, den kann man drücken. Dann sieht man jetzt hier einmal ganz links den Frischwassertank, der ist jetzt 50% gefüllt. Der Abwassertank daneben, der ist komplett leer.
dann einmal aufbauen, einmal, nee, Schmarrn, einmal Auto und einmal Aufbaubatterie. Ja, also einmal MAN-Batterie und einmal Wohnmobilbatterie. Die Autobatterie ist fast ganz voll, die Wohnmobilbatterie ist ganz voll. Dann hast du ja vorhin erklärt, Gerd, wenn man sich am Strom ansteckt, auch immer kontrollieren, ja ob das Fahrzeug auch wirklich lädt. Sieht man nämlich eben dann genau da. Genau, sieht man hier beim Steckersymbol, das leuchtet jetzt grün, heißt wir laden oder die Batterie lädt. Wir sind an 230 Volt angesteckt. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss man eben gucken, ist die Sicherung draußen im Wohnmobil, am Campingplatz, zu Hause, wo auch immer. Darunter das Symbol mit den zwei Batterien, das würde leuchten, wenn wir den Motor anhaben und der Ladebooster, also dieser kleine blaue Kasten, den ich hinten erklärt habe, wenn der praktisch während der Fahrt die Wohnmobilbatterie laden würde. Ja, Motor ist aus, drum leuchtet da nichts, Stecker leuchtet, wir sind angesteckt. Ja, dann wie gesagt nochmal Frischwassertank, Abwassertank, MAN-Batterie, Wohnmobilbatterie, unten rechts war ja der Hauptschalter, aus und an. Dann haben wir hier die Wasserpumpe, die muss ich einschalten, Seppi, guck mal. Ja, erst dann hört man auch hier die Wasserpumpe. Ja, wenn ich die jetzt ausmache, tröpfelt es jetzt vielleicht kurz raus, ja, aber die Wasserpumpe geht nicht. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis, die Pumpe bitte immer ausschalten und nur einschalten, wenn er sie wirklich braucht, weil sonst kann es halt sein während der Fahrt, dass der Kontaktschalter irgendwie auf on geht, angeht und dann ja, läuft die Pumpe halt einfach trocken. Sonst zu guter Letzt haben wir hier den Schalter für die Außenleuchte, also hier fürs Licht außen. Der muss grundsätzlich an sein, ja, also grün leuchten und dann kann ich hier wiederum separat mit dem Schalter 1 einschalten, wäre Dauerbetrieb, 0 ist aus und 2 wäre dann mit Bewegungsmelder. Ja? Und das war's eigentlich. Toll. Ja, würde ich sagen, machen wir weiter mit der Küche. Piezo, Dennis immer, das heißt Piezo. Ich sage immer Pizza, also zum Herd, hier in der Küche. Ich meine, das kennen wir doch, haben wir doch alle schon mal gesehen. Also hier, klar, ne? Mit Zündung, Achtung. Ja, geht jetzt aber kommt auch. Der Junior-Chef wieder. Jetzt mal sagen. Es war mir so klar an der Stelle, ich hätte darauf wetten können, dass er jetzt dazwischen grätscht. Ja. Aber mit was? Mit Recht, weil... Ja, was ich nur ansprechen wollte, die Piezo. Was er nur ansprechen wollte. Ich hoffe, Sie haben noch 10 Minuten. Ja, oder deine Pizzazündung. Die geht natürlich nur, wenn das Bedienpanel an ist. Ach was. Ja, weil das funktioniert da ja schon mit dran. Strom. Ja. Ja. So, sonst reindrücken, hier auf den Knopf, nach links drehen, dann hörst du auch gleich das Gas. Mach mal deine Hand da lieber weg, bevor die Stichflamme kommt. So, und dann kann ich hier ein bisschen draufdrücken. Wichtig, hier auf diesen schwarzen Knopf kurz draufbleiben, dann runter gehen und schon ist die Flamme da. Ja, große Flamme, reindrücken, weiter nach links drehen, kleine Flamme. Also ich kann hier ein bisschen dosieren praktisch und einstellen. Zurück auf den Punkt ist aus. Wichtig, dann immer erst abkühlen lassen. Man kann diesen Punkt hier auch abziehen zum Reinigen, genauso wie diese Teile hier. Da sollte man halt hier immer ein bisschen auf diese schwarzen Kunststoffdinger aufpassen. Kostet einer 4-5 Euro, weil die Teflon beschichtet sind, damit die nicht gleich schmilzen. Und dann passt es auch. Sonst haben wir hier einfach einen Spritzschutz. Da ist wichtig, dass man den vor Antritt der Fahrt runter macht, weil sonst fährt man um die erste Kurve und ja, das Ding zerspringt halt in 1000 Scherben. Jetzt erkläre ich nochmal. Ja. Aufmachen, anmachen, zumachen. Genau. Auch denkbar. Aufmachen kann man auch die Schublade. guck mal hier, die Herrschaften waren ja unterwegs. Man kann die Schublade sinnvoll beladen oder aber man kann hier reintun einen Schaumreiniger. Was ist das? Das ist die Klimaanlagenfernbedienung. Die gehört natürlich zu der Gabel und zu den Messern. Das ist wichtig. Hier ist auch nochmal eine Fernbedienung. Dann haben wir hier Gemüsechips, die sind nicht serienmäßig dabei. Aber was clever ist, was ich hier gesehen habe, ist eine Taschenlampe mit Magnetfunktion, damit das hier nicht schickert. Ne? So sieht's aus. Ja, klasse. Ja. Vollausschub übrigens. Vollauszug. Auszug. Ja, Vollauszug. Vollaus, nicht Schub. Genau. Zug, und pass auf, bevor wir es vergessen, hier sind nämlich noch die 3 Gasabsperrhähne. Heißt, immer wenn man auf eine Fähre fährt oder man technisches Problem mit dem Kocher oder der Heizung hat, kann man hier aus Sicherheitsgründen einfach nochmal zusätzlich abdrehen und dann passiert auch nichts. Ja? Und hier daneben ist auch nochmal ein Bild, ein Aufkleber, wo drauf steht, was auf und was zu ist. Soll ich es noch einmal sagen? Gerne. Soft Close. Und wenn man da hinten, hier haben wir natürlich auch nochmal einen Lichtschalter und das gleiche haben wir dann auch nochmal hinten im Schlafbereich. Genau, hier, wo ist es? Ja, hier hinterm Kissen ist auch nochmal so ein Lichtschalter, genauso wie im Bad auch nochmal einer ist. Ja, aber dazu später mehr. Ich würde sagen, Schubladen haben wir gezeigt, Kocher haben wir gezeigt, Waschbecken ist klar, da haben wir gesagt, Wasserpumpe immer anmachen, sonst funktioniert nichts. Und ein wichtiger Tipp im Winter, wenn ihr den Wagen nicht benutzt und abstellt, Frischwassertank auf, Frostschutzventil auf und Wasserhahn auf, weil man hört es, der schluckt gerade so ein bisschen und jetzt läuft dieses ganze Wasser durch die Schläuche unterm Fahrzeug raus. Wenn man das nicht macht, den Wasserhahn zu hat, dann gefriert das Wasser, wenn das Auto draußen im Kalten steht. Hier in der Armatur Platz dehnt sich aus und dann ist es im schlimmsten Fall halt kaputt. Ja? Sonst ganz kurz, wie in jedem Wohnmobil, die Fenster kann man hier einfach aufmachen. Ja? Immer bis es Klack macht, dann langsam zurück. Also man hört es Klack, zack und dann hält es und dann ganz nach oben drücken ist schließen.
Hier haben wir auch eine kleine Lüftungsstellung, haben wir auch mal Gerd erklärt gemacht. Wichtig, Fenster immer komplett zu und dann passiert auch nichts. Jedes Fenster hat Verdunklung, jedes Fenster hat Fliegenschutz, kann man auch stufenlos einstellen. Was wichtig ist, und den Fehler machen leider viele, die stellen den Wagen ab, haben die Verdunklung zu. Was passiert? Die Luft kann nicht mehr zirkulieren. Ja? Und dieses ganze Teil hier, das dehnt sich dann irgendwann so aus und schaut halt einfach nicht mehr schön aus. Daher denkt dran, ihr könnt es gerne zumachen, aber einfach einen Spalt offen lassen oder im besten Fall einfach komplett auf. Sie haben nicht auf Schnelldurchlauf gestellt. Das ist so, wenn der Dennis mal Luft geholt hat. Und wenn Sie glauben, es ist immer nur ganz leicht, hier mit dem Dennis rumzulaufen, wir haben immer nur Spaß, dann täuscht das, weil gerade eben, als die Kamera aus war, hat der Dennis doch tatsächlich zu mir gesagt, Gerd, wir kommen zum Thema Kühlschrank. Ich so, ja, Kühlschrank, sagt er, du machst an, ich mach den Rest. Na gut. Also gut. Und warum? Weil es kann. Also dann mach ich mal an. So. Und jetzt? Schon der erste Fehler, Gerd. Siehst du? Ja. Siehst du? Und deswegen gehe ich jetzt nach Hause und weine ein bisschen. Also einfach hier länger draufdrücken. Ja, das weiß ich natürlich. Ja. Dann sieht man einmal die komplette Laterne hier leuchten. Dann den Home-Button nenne ich ihn. Also hier einfach ein bisschen länger draufdrücken, bis das hier das Blinken anfängt. Ja, und jetzt steht hier schon ein schönes A. A ist eigentlich am einfachsten, nämlich Automatik. Das heißt, der Kühlschrank sucht sich aus 230 Volt, 12 Volt oder Gas. 230 haben wir ja gemerkt. Haben wir gemerkt, Christian, Insider. Sonst, nach einer Zeit springt er auch wieder raus. Drum muss ich jetzt gerade nochmal draufdrücken. Jetzt kann man mit dem Pfeiltasten hier nach rechts gehen auf 230 Volt zum Beispiel oder hier auf Batterie. Wichtig, Batterie geht immer nur, wenn der Motor läuft. Ja? Und ganz rechts haben wir das Gas. Ja, jetzt sagen wir zum Beispiel, wir möchten es über Gas nutzen, den Kühlschrank. Bestätige ich einmal und jetzt sind wir hier bei der Stufe. Ja? Wichtig, wenn der Kühlschrank länger aus war, nicht gleich auf Vollgas, auf keinen Fall. Das mag er überhaupt nicht. Eher auf Stufe 1, maximal 2 bestätigen und dann mal 20, 25 Minuten runterkühlen lassen, gucken, wird er kalt. Wenn er kalt geworden ist, auch gerne auf 3 oder 4, aber bitte nicht gleich auf 5. Ja? Nachdem wir hier in der Halle stehen und jetzt gleich wieder am Strom anstecken, schalte ich gleich mal wieder auf Automatik. Ja, der Kühlschrank war schon kalt, daher auf Stufe 3 bestätige und fertig ist der Lack. So, und jetzt bin ich noch dran. Jetzt kommt was total Überraschendes. Hier auf und wieder zu. Ja, und pass auf, da kann man vielleicht auch noch was dazu sagen, weil viele reißen diesen schönen Griff immer gerne ab. Ja, warum? Weil sie es falsch machen und nicht so wie du. Man muss den Hebel immer nach links drücken und dann feste ziehen. Ja, und manchmal saugt er sich ja auch richtig fest, wenn er länger zu war. Haben Sie es gehört? Wenn Sie es falsch machen, nicht so wie ich. Das war ein verstecktes Lob, ich kann es gar nicht glauben. Ich würde sagen, hat man verstanden. Oh, unbedingt. Also. Weg von der Technik hin zur Mechanik, da sagt der Dennis, das kann ich mal wieder übernehmen. Danke, Dennis! Sehr gerne. Wir sind hier hinten im Schlafbereich, da ist nicht viel zu erzählen, da schläft man halt und alles andere kennen Sie schon. Hier oben gibt es vielleicht ein bisschen was zu beachten bei der Dachluke, da versucht man dann, wie kriege ich das denn hier auf und so, da kann man gerne mal was kaputt machen. Also, der Trick ist, nach unten zu ziehen, mit Gefühl und dann vorschieben und einrasten lassen. Das ist bombenfest. Was gern mal falsch gemacht wird, wenn man das nicht ganz runterzieht, dann kann das so rutschen. Das klingt nicht gut und wenn etwas nicht gut klingt, dann sollte man das auch nicht machen. Also runterziehen und dann wieder verschließen, bis es richtig eingerastet ist. Und hier haben wir natürlich auch Fliegengitter oder auch Verdunklung. Das aber, hat der Dennis vorhin erklärt, bitte, wenn Sie nicht im Wohnmobil sind und wenn Sie das Wohnmobil irgendwo länger stehen haben, bitte aufmachen. Sonst ist das wegen der Luftzirkulation ein bisschen schwierig. Und wenn wir schon mal bei einem Fenster sind, dann, lieber Seppi, schwenken wir vielleicht komplett zurück, weil der Dennis steht am anderen Fenster und hat da was mit einer Kurbel. Ja, Seppi, hier oben ist sie, die Kurbel. Einfach rausklappen und dann sind hier schon Pfeile drauf. Ja? Dann kann ich hier einfach in Pfeilrichtung aufkurbeln und ja, so wie ich eben lustig bin, das Ding dann, sage ich mal, auflassen. Was ganz wichtig ist, alle Fenster, alle Dachluken, auch die hinten beim Gerd, die müssen während der Fahrt immer geschlossen sein. Hier sehe ich ja, dieses rote Symbol, das heißt, ich bin zu, dann darf ich auch nicht weiter drehen. Ja? Gerd, vielleicht kannst du das hinten bei dir auch noch mal zeigen, dass die Nasen richtig drin sein müssen. Ich bin zu, also darf ich mich nicht weiter drehen. Was soll ich gucken? Dass die Nasen richtig drin sind, weißt du? Dass du das vielleicht nochmal zeigen kannst. Genau, ja. So ist ja also, offen. Und jetzt da oben sind die, genau. Und jetzt links und rechts sind die Nasen drin. Jetzt sind sie drin. Ja, perfekt. Genau. Weil sonst, wenn das nicht richtig ist, dann ja, kann das nämlich passieren und dann fliegt es weg. Ja. Genau, jetzt ist fest. Mhm. Perfekt. Also wir waren jetzt im Schlafbereich und wenn man hier gemütlich gekuschelt hat, wenn man geschlafen hat, dann steht man auf und oh, da geht man vielleicht ins Bad, ins Raumbad, ins große, wunderbare Raumbad und dann duscht man sich vielleicht erstmal und der Dennis hat uns das mal vorgemacht, also nur angedeutet, hoffe ich. Ich mache mal auf.
Ja. Ja, Dennis duscht. Wunderbar. Ja. Und selbst du, Dennis ist schon ein großer Kerl, passt da eigentlich ganz behende rein. Auf jeden Fall. Wunderbar. Also das ist ein Schwenkbad, Traumbad, wie auch immer man es nennen möchte. Ich gehe einmal raus, einen Schritt raus und dann kann man das hier schon sehen, kann man es hier ganz einfach umschwenken, umklappen. Ja, zack. Und dann hat man hier hinten einen Verschlusshebel, den klappe ich einmal rum und dann kann ich auch hier meinen Wasserhahn wieder in die richtige Position bringen. Sonst kann man das natürlich hier auch rausziehen, ja, um hier oben einzuhaken. Oder auch wieder ein Tipp für den Winter, ja, den Schlauch komplett rausziehen und auf den Boden legen, ja, dass das Wasser aus dem Schlauch rausläuft und nichts gefrieren kann. Sonst hat man hier noch ein paar Ablagefächer, da muss man jetzt nichts groß erklären. Auf die Dinger einfach draufdrücken, dann springt das raus. Hier haben wir jetzt unsere Taps drin für die Toilette. Sonst kann man hier sein Toilettenpapier reinmachen, das dann hier rausziehen. Auch ganz simpel. Der Lichtschalter fürs Bad, der ist hier. Ja? Hier unten, Entschuldigung, unten links. Ja, den kann ich auch nur im Bad ein- und ausschalten. Sonst kann ich das hier einfach aufklappen. Jetzt sieht man, der Verschluss ist zu. Den kann ich hier einmal mit dem Hebel öffnen. Zack, jetzt gehe ich auf die Toilette, mache mein Geschäft. Dann spüle ich mit dem blauen Knopf ab. Geht nur, wenn die Wasserpumpe eingeschaltet ist. Und dann ganz wichtig, wieder zumachen, weil nur wenn zu ist, kann ich die Toilettenkassette rausziehen. Dann Klappe zu, Affe tot. Oder man kann das ganze Ding hier auch komplett rausziehen und dann nochmal komplett reinigen. Ja? Wissen auch viele nicht und erleichtert einen auf jeden Fall das Leben. Ich würde sagen, das war schon zum Bad. Hier oben hat man noch was zum Abhängen oder zum Hinhängen. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Sitzgruppe an. Ja. Also wir haben jetzt wunderbar übernachtet. Wir haben quasi geduscht. Wir waren da, wo der Kaiser zu Fuß hingeht. Und dann denken wir uns, ja, jetzt lassen wir irgendwie Kaffee durchlaufen und ein bisschen Frühstücksfernsehen. Da gehen wir wie vor? Ja, eigentlich ganz einfach. Also als erstes logischerweise Strom einschalten. Nein, das ist ja klar. Ja? Seppi, vielleicht kannst du einmal tatsächlich herkommen, dass man das auch wirklich sieht. Ja, weil hier gibt es seitlich zwei Sachen zu beachten. Erstens, der Kippschalter, der muss logischerweise auf an sein, ja, weil auf aus geht logischerweise nichts. Und dann haben wir hier diese Entsicherung. Ja, ich drücke hier immer mit zwei Fingern so drauf und dann greife ich hier unten und ziehe den Fernseher einfach zu mir raus. Ja. 27 Zoll LED, Smart TV, den kann ich dann auch schwenken, umklappen und so weiter. Aber dass ich ihn anmachen und kann... Und dann wie zu Hause einfach die Fernbedienung. Zack. Zack. Und dann muss man auch immer gucken, dass man hier unten ranzielt. Du hast es aber richtig gemacht, der leuchtet blau und man siehe da, Oyster, ja, fährt hoch. Cool. Ja, ich würde sagen, das kann man so auch jetzt lassen, weil in der Halle haben wir natürlich wenig Empfang. Einen kleinen Tipp gibt es noch, hier in dem Stauraumfach, ja, hier oben sitzt dieses Steuergerät von der Satellitenschüssel. Ja, und hier oben ist auch eine Sicherung drin. Heißt, wenn die Anlage mal nicht gehen sollte, kann man die Sicherung hier prüfen. Und ganz hier hinten im Eck ist noch ein QR-Code drauf. Das seht ihr dann, wenn er die Klappe selber mal aufmacht. Heißt, es gibt eine App, die nennt sich Tenhaft. Ja, und mit dieser App kann ich dann die Satellitenanlage auch über mein Handy oder über mein Tablet sozusagen fernsteuern. Wo wir gerade mittendrin sind zum Thema Steuerung. Du stehst da vor etwas, was man vielleicht auch dann gleich mitzeigen könnte. Ja, pass auf, das machen wir. Man kann hier dieses Sitzpolster einfach vorschieben. Ich klappe das immer gern so runter, dann ist das aufgeräumt und dann komme ich hier nochmal an das Technikfach von oben praktisch ran. Dieses schwarze Monster hier, das ist unsere Heizung, das Kombigerät, also Heizung und Warmwasser von Truma. Ja. Hier hinten haben wir nochmal den Frischwassertank. Da muss ich eigentlich nichts machen. Wenn mal im Notfall irgendwas mit der Heizung ist, kann man diese Plastikhaube hier, diesen Deckel, kann man abziehen. Ja, und da wäre zum Beispiel so ein Reset-Knopf, wo man im Notfall so einen harten Reset machen könnte. Aber um was es eigentlich jetzt hier gehen sollte, ist die iNet-Box. Ja, da haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Eigentlich ganz einfach. Ich drücke hier auf diesen Knopf. Jetzt blinkt hier auch schon so eine blaue LED, blau für Bluetooth. Und dann kann ich mir, wenn ich mir die iNet-App runtergeladen habe, beziehungsweise die Truma-App, ja, das verlinken wir euch einfach nochmal unten in der Videobeschreibung. Da haben wir einen Gerd erklärt zugemacht. Dann könnt ihr, wie gesagt, die Heizung, die Temperatur, alles auch mit eurem Handy fernsteuern. Im Wohnmobil per Bluetooth. Und wenn ihr eine SIM-Karte reinmacht, eine Prepaid-Karte zum Beispiel, funktioniert das auch, wenn ihr im Skilift sitzt oder in der Arbeitszeit. Ja, ich würde sagen, wir machen es uns jetzt einfach mal gemütlich. Ja. Also ich habe mich hier schon mal ganz gemütlich hingesetzt. Ja, gemütlich am Tisch, hier, Polster und so. Der Dennis sitzt aber da vorne und hat ein Anliegen, denn die Sitze, die hier vorne sind, Beifahrer und Fahrersitz, die haben Funktionen und Möglichkeiten, das soll man nicht für möglich halten. Aber da der Dennis da gerade hockt, würde ich vorschlagen, einmal zeig umdrehen. Doch mal, weil da gibt es eine Menge Sachen zu beachten. Ja, genau. Ich würde sagen, wir zeigen erstmal, wie man sie umdreht. Ja, genau. Als ersten Schritt, das Lenkrad vom MAN muss komplett eingefahren werden. Also einmal komplett vorfahren. Den Sitz, man sieht das jetzt auch, den habe ich auch schon relativ weit vorgefahren. Komplett vorfahren macht hier aber keinen Sinn, weil sonst bleibt ihr wieder am Lenkrad hängen. Jetzt gibt es hier genau in der Mitte vom Sitz einen Hebel, den ich zu mir ziehen kann. Ja?
Den zeige ich euch gleich nochmal. Den habe ich jetzt entsichert. Zack. Und jetzt kann ich ihn genau, ich habe es jetzt schon voreingestellt, kann ich den genau umdrehen. Ja, Seppi, vielleicht zeigst du hier unten einmal den Hebel. Das ist der, den ich eben entsichern muss, um den Sitz umzudrehen. Und nochmal, wenn man nämlich nicht ganz vorgefahren ist und wenn man auch nicht das Lenkrad eingezogen hat, dann bleibt man nämlich überall hängen. Das dann schleift es an der Tür. Ja. Ich mache auch gerne mal die Tür so ein Stückchen auf, nur so ein paar Zentimeter, dann geht es gleich viel leichter. Wenn man es einmal gemacht hat, dann geht's. Aber man muss es wissen. Übung macht den Meister. Ja, ja, klar. Übung macht den Meister. Genau. Jetzt haben wir hier nämlich noch ein paar Schalter und Hebel. Ja. Also der hier ist eigentlich ganz cool. Da kann ich hier meinen Sitz hoch und runter fahren. Ja. Und du bist vorhin auch drauf gesessen. Der Sitz ist einfach Weltklasse. Da, also neben den Armlehnen und den ganzen Seitenstützen und so gibt es halt hier auch noch hier diese Sitzverstellung vorne. Also ich kann dieses Sitzkissen hier in der Höhe verstellen. Ja, kann mir den Sitz dadurch auch sehr sportlich einstellen. Genau, das ist die Lordose. Also da kann ich praktisch dieses Kissen hier, kann ich raus und reinfahren und hoch und runter fahren. Ja, also komplett individuell einstellbar. Kopfstütze kannst du auch noch in der Höhe verstellen. Und sonst würde ich sagen, gibt es hier nicht viel zu erklären. Aber jetzt nochmal Frage von mir. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Ja. Das ist jetzt der Fahrersitz. Diese Funktionen gibt es auch genauso? Selbstverständlich. Ja, ne? Funktioniert genauso. Wie gesagt, man nur muss ohne Lenkrad einfahren. Ohne Lenkrad einfahren. Was es da auch nicht gibt, ist die Handbremse. Ja. Das kann ich vielleicht einmal zeigen. Du wirst wahrscheinlich später eh noch mal rausfahren wollen. Ja, ja, klar. Das Coole ist, wenn ich jetzt hier die Handbremse anziehe, geht die automatisch wieder nach unten. Dass ich eben den Sitz immer umdrehen kann. Heißt, das ist ja mal mitgedacht. Ja, man muss halt nur dran denken oder sollte sich nicht wundern, die Handbremse ist ja jetzt angezogen. Und man sieht es nicht optisch, weil sie optisch nicht in diesem steilen Winkel ist. Genau, man sieht es zwar vorne im Armaturenbrett, dass die Bremse angezogen ist, aber wie man die rausmacht, würde ich sagen, schauen wir uns später nochmal an. Herr Möller, das war ein guter Hinweis. Aber wo ich gerade mit Herrn Möller quasi abgeschlagen habe, ist mir im Augenwinkel etwas eingefallen. Seppi, vielleicht magst du da ganz kurz runterschwenken. Das mag jetzt dem einen oder der anderen etwas doof vorkommen. Aber ganz ehrlich, als ich das allererste Mal in so ein Wohnmobil rein bin und das da gesehen habe, dachte ich mir, nanu, der Tank hier drin oder der Wassertank, was tue ich denn da? Sieht doch aus wie so ein Deckel, den man irgendwie aufschrauben muss. Da haben Sie aber lange zu tun, wenn Sie versuchen wollten, das aufzuschrauben. Das ist natürlich was anderes, weil jetzt sehen Sie schon, da gehen die Lüftungsklappen auf. Denn wir reden von was, Herr Möller? Ja, Heizung. Eben. Also hier kommt die warme Luft, das ist ja eine Warmluftheizung und hier aus diesen Düsen kommt praktisch die warme Luft raus. Die vorderen zwei, also hier links und rechts von mir aus gesehen, die sind speziell für die Fahrerkabine. Also die sollte man dann auch eher entsprechend so hindrehen. Ja, genau, so hindrehen oder so einstellen, dass die warme Luft wirklich hier vorkommt, weil die größte Kältebrücke kommt immer so ein bisschen vom Motorraum. Ja. Der MAN ist zwar auch sehr gut isoliert, aber doppelt hält besser. Aber pro Motorraum, ja. Ich glaube, wir sind fast durch und ich würde jetzt dann mal gerne den Motor anmachen und einfach losfahren. Dann nehmen Platz. Jo. Jetzt gehen wir aber nochmal, bevor ich jetzt hier durchs Tor breche, auf das Thema Handbremse. Der Dennis hat es vorhin angesprochen. Vielleicht magst du kurz runterschwenken, Seppi. Also aktuell wäre die Handbremse draußen. Das meint man ja auch optisch. Aber es kann ja sein, dass ich sie angezogen habe, wenn ich vorher gestanden bin irgendwo. Und dann ist sie aber wieder in diese Position zurück. Haben wir vorhin gesehen, weil das wichtig ist, wenn man mit den Sitzen schwenkt. Jetzt will ich losfahren, habe aber dann große Probleme, weil ja die Handbremse an ist. Das heißt, bitte immer dran denken und vorher checken, habe ich sie jetzt angezogen oder nicht. Und jetzt, in dem Fall ist sie ja angezogen, also ziehe ich sie ganz nach oben, tick weiter mehr zu mir, drücke auf den Knopf und löse sie so komplett. Und jetzt kann ich losfahren. Oh, guck mal, Radio geht an, Haptik, alles wunderbar, voll getankt. Jetzt macht der Seppi es leiser, weil er meine Stimme güldener findet als das, was aus dem Radio kommt. Vielen Dank, Seppi. Gerne. Ganz wunderbar. Wir gehen von der Parkposition in den Fahrmodus und werden jetzt den jungen Juniorchef, der hinter uns steht, dazu nötigen, bitte endlich das Tor aufzumachen. Deine Tür ist nicht richtig zu, gell? Er ist nicht zu, meine Tür ist nicht zu. Ach, er nur wieder. Guck mal. Warnsignal habe ich natürlich so eingeplant, damit ich ihm das zeigen kann. Und jetzt fahren wir einfach los. Wir sehen uns dann in 3 Wochen. Ja, gute Reise, mein Lieber. Ja, danke, ciao.